Hey Leute, herzlich willkommen zu unserer Seuchenfirma Plug Inc. Beim letzten Mal haben wir hier mit dem Coronavirus die Menschheit ausgelöscht. Jetzt machen wir hier den Pilz. Sporen können aus eigenem Antrieb nur kurze Strecken zurücklegen. Und ich kann aus Erfahrung sagen, den Pilz habe ich ja damals schon gespielt. Der Pilz hat es schon echt in sich. Deswegen nehme ich jetzt hier auch mal Bonusgene mit. So, Bonus DNS, erhalte am Anfang Bonus DNS. Orangenen DNS, erhalte mehr DNS durch das Zerplatzen von orangenen DNS-Blasen. Tja, ist jetzt die Frage, wie viel man hier am Anfang kriegen würde, aber ich nehme lieber die orangenen. So, hier, Mutationsbonus, dann sparen wir uns DNS-Punkte. Bei der Weiterentwicklung der Symptome. Land- oder Luftbonus. Ah, der Pilz kann ja nicht so über weite Strecken gehen. Dann nehme ich mal den Luftbonus mit. Und hier Trockenfeuchtigkeit und Land. Dann nehme ich den Trockenen mit und starte in einem feuchten Gebiet, würde ich sagen. Dann kriegen wir da nämlich einen Feuchtbonus mit. Da unten gibt's nichts. So, Schwierigkeit bleibt auf normal. So, wir haben einen Pilz. Oh yeah, mit einem Fußpilz werden wir jetzt die Menschheit ausrotten. Sie haben sich zu Tode gekratzt. So, Startgebiet. Wir wollen ein feuchtes Gebiet. Heiß. Heiß und feucht. Da kriegen wir einen Heißbonus und einen Feuchtbonus. Ja. So, Fußpilz hat den ersten Menschen infiziert. Status schwach und an hohe Temperaturen gewöhnt. Mit DNS-Punkten weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. Mist, den Feuchtbonus hat er doch nicht mitgenommen, nur den Heißbonus. Fußpilz ist ein Pilz. Pilzsporen können nur schwer große Distanzen zurücklegen. Um neue Länder zu infizieren, musst du deshalb die Pilzsporenfähigkeit weiterentwickeln. Das glotze ich mir doch gleich mal an. Fähigkeiten. Oh, hat der Pilz hier sogar zwei. Sporenausbruch. Solchen Sporen werden explosionsartig in die Luft abgegeben, um ein neues Land zu infizieren. Oh Mann, damit kriegt man neue Länder, das ist ja geil. Aber das ist nochmal das gleiche. Da würde ich doch mal sagen, wir sind auf einer Insel. Haben einen Punkt. Dann nehmen wir den hier mal mit. Müssten wir jetzt eigentlich ein neues Land infizieren. Jupp, da sind wir rübergesprungen nach Asien, also aufs Festland. Fußpilz erreicht Südostasien. Pilz-DNS entdeckt. So, gucken wir mal, wie sich das in Indonesien entwickelt. 9 bis jetzt. Da haben wir 8. Größte historische Höhlenmalerei in Syrien entdeckt. So, wir haben ja einen Bonus für warme Länder. Dann schnappen wir uns doch hier schon mal den Bonus für kalte Länder. Und sparen erstmal. Geben wir hier mal ein bisschen Schub. Baumwollknappheit führt zu Nacktheitsboom. Aha, Rätsel bei den Olympischen Spielen in Rio. Die werden verschoben. So, wir sind ja auf einer Insel. Na, dann denke ich mal. Nehme ich jetzt erst Flugzeuge und Schiffe oder erst Vögel? Ich nehme diesmal mal erst Vögel. Obwohl, Wasser können wir hier noch mitnehmen. Oder Vögel 2. Ich nehme Vogel 2. Südostasien, armes Land, feucht, rural geprägt und heiß. Da sind wir bei Hunderten. Bleiben wir mal im Startland, um mal zu gucken, wie schnell das geht.
Ausschlagssymptom mutiert? Aliens nicht an Erde interessiert, meint Autor. So, wir machen hier mal den nächsten Ausbruch. Gucken, wo es uns hinträgt. Ah, nach Australien. Ja, sind wir jetzt schon wieder bei Tausenden angekommen. Ja, teuerster Film aller Zeiten, kostete zu viel. Na komm, jetzt gehen wir hier mal auf Wasser und danach dann auf Luft. 11 kostet das dann. Ja, Arznei hemmt Infektion. Universität diskutiert Kontroverse. Debatte über die Frage, ob es gerechtfertigt sei, dass Eltern, die von Sozialhilfe leben, Kinder zur Welt bringen, die sie nicht versorgen können, folgt heftige Kontroverse. Anstieg von West-Nil-Virus-Fällen. Schwitzensymptom mutiert in 2012. Tja, dann sind wir schon wieder ansteckender als Tuberkulose. Das bedeutet, hier kommt wahrscheinlich Schwung in die Bude. Yep. Ansteckender als HIV. Ich nehme jetzt mal einen von den Ausbrüchen. Kosten tun sie beide das gleiche. Aha, USA erreicht. Schuhfabrik brennt ab. Und scheinbar sind sie jetzt schon auf dem Kicker. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Indonesien eine neue Krankheit namens Fußpilz. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Ja, dann fangen sie bestimmt gleich an zu forschen, die Säcke. Keine Sohlen verloren. Schlafstörungssymptom mutiert. Ja, wusste ich's doch. Indonesien startet die Arbeit am Heilmittel. So ein Kack. Tja, müssen wir uns mal schneller verbreiten. Brechen wir nochmal aus. Ja, ich breche nochmal aus. Ja, dann müssen wir mal auf Flugzeug gehen. 11. Da haben wir 12. Können wir jetzt hier die Luft- und Flugzeugübertragung nehmen. Ja, die Olympischen Spiele werden bald beginnen. Trotz Fußpilz werden die Olympischen Spiele bald beginnen. Werden die Menschen die Krankheit nach Brasilien bringen? Ja, das hoffe ich doch mal. Ja, die Menschen sind nach Brasilien gekommen und hatten Spaß. Wirksame Medikamente verhinderten die Ausbreitung jeglicher Krankheiten. Na, so halt Kack aber auch. Hätte doch wenigstens mal einer mit Fußpilz das hier reintragen können. Fiebersymptom mutiert. Und da haben wir unseren ersten Todesfall. Ey, so viele Länder haben wir noch gar nicht infiziert. Jetzt schon einer tot. Ja, gerade mal 11 Länder infiziert. Na, jetzt geht's ab hier. Zack, zack, zack. Ey, da kamen gleich noch die nächsten Blasen. Nehmen wir auch gleich alle noch mit. Ja, mei, was ist denn jetzt los hier? Lass mal gucken. Ne, wir brechen erstmal einmal nochmal aus. Ja, nehm nochmal den hier für urbane Gebiete mit.
Tja, da geht's dann in China gleich richtig ab. Jupp, das ist urban. Ansteckender als die gewöhnliche Grippe. So. So, dann nehmen wir den Bonus für ländliche Gegenden mit. Erhöht Ansteckungsgefahr, vor allem in armen Regionen, sowie Mutationschance. Den nehmen wir auch mal mit. Da wir hier in Afrika und in Südamerika noch nicht so verbreitet sind. Das müsste eigentlich auch alles arm sein hier. Nicht? Oh, was ist denn da? Doch, das ist zum Beispiel ein armes Land. Niesensymptom mutiert? So, ich gönne mir jetzt hier mal in dem Kreis die letzten Ausbrüche. Was ist das dann? Die Sporeneruption, das ist was anderes. Solchen Sporen werden in einer Explosion in die Luft abgegeben. Wir gucken uns mal erstmal den einen Ausbruch an. Der war schon mal ganz nice. So, jetzt nehmen wir mal die Arzneimittelresistenz. Dann wären wir in den wohlhabenden Ländern besser. Nehmen wir diese Eruption. Mal glotzen, wie die so wirkt. Den Rest sparen wir erstmal wieder. Ey, mal langsamer. Kein Bock, hier eine Blase zu verpassen. Also etwas mehr wie 15 Länder, glaube ich, noch. Südafrika macht die Flughäfen dicht. So, und wir hemmen aber jetzt ein bisschen die Forschungsgeschwindigkeit. Den nehmen wir auch gleich noch mit. Nehmen hier nochmal einen Ausbruch mit. Nur 20 Mal auf der hohen Kante lassen. Da oben in den kalten Gebieten, das gefällt mir gar nicht. Dann machen wir kalte hier nochmal einen Bonus. Hautläsionen-Symptom mutiert. Das war Deutschland, ne? Wir sind in Deutschland angekommen. Also mir juckt's noch nicht an den Füßen. Botswana startet zentrale Leichenentsorgung. Warte mal. Die Blase nehmen wir noch mit. Na komm, ich nehme jetzt Wasser und danach dann nochmal Luft für 20. Brauchen wir noch 10. So, jetzt zack, einen auf die Luft. Wie viele Länder brauchen wir noch? 7 Länder noch. Insel, 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 Insel. Boah, 4 Inseln davon noch. So, hier bei den Symptomen. Ja, Chance auf Infektion durch Verbreitung von Erregern in die Umgebung, vor allem in besonders dicht besiedelten urbanen Gebieten, also in reichen Ländern. Nehmen wir doch mal. Starke Flüssigkeitsbildung in der Lunge mit anschließendem Auswurf. Menschen in kalten Gebieten sind besonders betroffen. Die nehme ich auch mal. Opfer sind misstrauisch, vermeiden Behandlung, kooperieren nicht mit anderen. Den nehmen wir auch mal. Können wir nochmal ausbrechen? Nö. 15. Da haben wir hier eine Insel erreicht. Weltmeisterschaft wurde aus Angst vor Fußpilz abgebrochen. Oh, Moment mal, warte mal. 5 Länder? K
komm, jetzt mal ein Ausbruch, aber nicht nur ein Land. Eins, zwei, drei. So, Grönland muss noch. Anämie-Symptom mutiert. Und Karibik. Los, komm, mit dem Ausbruch. Aber jetzt bitte gleich beide und nicht nur eins. So, Heilmittel zu 25% hergestellt. Na, Grönland will nicht. Da müssen wir extra nochmal einen Ausbruch für nehmen. Nochmal 17 Punkte. Erhöht Ansteckungsgefahr. Nee, nee, nämlich recht tödliche Sachen jetzt freigeschaltet. Endlich haben wir Grönland. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in allen Ländern drin. Und wir müssen noch 7 Länder komplett infizieren. Kanada ist, denke ich mal, auf einem guten Weg. Ey, wir sind auf der Beobachtungsliste und sie haben schon 35% vom Heilmittel. Ah, scheiß globale Forschung. So, die heißen Länder haben wir alle infiziert. Das sind doch hier nur noch kalte, oder? Schweden, Kanada, Island, Grönland, Neuseeland. Okay. Ja, hier wird es noch mal ein bisschen ansteckender. Das hat auf jeden Fall für Island gereicht. Ja, Grönland geht auch ab. Boah, aber Heilmittel ist schon zu 50% hergestellt. Jetzt müssten wir gleich die ganze Menschheit haben. Da in Neuseeland noch. Aber ich denke mal, jetzt können wir auf jeden Fall kalt schon mal wegnehmen, damit wir ein paar Punkte zurückkriegen. Aber warte mal, wie viel müssen denn in Neuseeland noch infiziert werden? Urban und reich. Starke Blutungen, Symptomkombo, Hämophilie und Hautläsion führen bei den Infizierten zu Blutaustritt über die Haut. Fußpilz ist noch gefährlicher geworden. Nekrose-Symptom mutiert. Ja, mehr Tote als durch die Pest, 75 Millionen. Da können wir ja hier vor allem den ostarmen Regionen wieder zurücknehmen. Nehmen wir hier ein etwas tödlicheres. Arterielle Membrane lösen sich auf, was sie zu raschen inneren Blutungen und schließlich zum Tod führt. Jo. Ja, mehr Tote als durch die spanische Grippe. Jetzt sind wir schon über 120 Millionen. Leider ist auch das Heilmittel bei 70%. Frankreich beginnt zu zerfallen und wir müssen die ganze Menschheit... Jo, die Menschheit ist infiziert. Jetzt können wir alles von Übertragung wegmachen. Oh, es müsste echt mehr Punkte wieder geben. Das wäre echt toll.
So, hier noch was zum Wegnehmen? Nee, die gehen glaube ich nicht. Nein. So, wir müssen tödlicher werden. Das kostet 29. Das kostet 18. Ist relativ tödlich. Dann nehmen wir den mit, weil dann ist hier nämlich vollständiges Organversagen frei. Also den und den. 35 und dann wahrscheinlich 33 oder so. Wenn wir die noch kriegen könnten, wäre natürlich super. Ja, haben wir mehr tot als durch die Pocken. Heilmittel aber leider zu 75% hergestellt. Ah, die Leute sterben ganz gut im Moment. Deswegen kommt hier die ganze Zeit plus 1. Bolivien gibt Heilmittel höchste Priorität. Ja, jetzt können wir schon mal das erste nehmen. Aber warte mal, das ist stärker. Brauchen wir nur 35 Punkte. Wir warten noch schnell auf die 5. Zack, die haben wir. So, jetzt vollständiges Organversagen. Und dann müssen wir auf 31 sparen. Ey, mach dich weg, du Heilmittelblase. Na, Sudan gibt Heilmittel auch höchste Priorität. Ey, das wird hier ein Rennen auf der letzten Rille. 87% schon. Zack, 31 voll. Dann nehmen wir jetzt hier den Schock mit. Schwerer Blutverlust führt zu Sauerstoffmangel, Bewusstlosigkeit und Tod. Damit müssen wir das Schwere auch voll haben. Ey, wir leben denn noch? Oh, etwas über 1 Milliarde leben noch. 180 Tage brauchen sie noch fürs Heilmittel. Ja, das hat jetzt hier auch aufgehört, nach oben zu zählen. Die Regierung von Marokko ist gescheitert. So, was können wir denn hier noch auf Tödlichkeit geben? Ich glaube, das mit den Tumoren ist das Tödlichste. Erreger stört Zellwachstumswege, verursacht unkontrolliertes und letztlich tödliches Wachstum von Tumoren. Ne, nehmen wir doch nochmal mit. Ja, wandelnde tote Symptome kommen auch wieder. Schlaflosigkeit und Blutarmut treiben die Menschen dazu, müde umherzuwandern. Wissenschaftler, die an einem Heilmittel für Fußpilz arbeiten, sind weniger produktiv. Jawohl. Deutschland ist gescheitert. Ey, ich bin auch schon tot. In Deutschland lebt keiner mehr. Und da kommt endlich die Meldung. Fußpilz hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen liegen im Sterben und haben keine Chance zu überleben. Jawohl. Hat man jetzt schon gesehen hier, dieser Pilz. Das ist schon eine ganz andere Nummer gewesen, wie der Virus und die Bakterie. Und da ist der Sieg. Fußpilz hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Jawohl, sie haben sich alle zu Tode gekratzt. Ich bin sehr glücklich darüber. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.